wo du gerade so gut drauf bist, ist Snow Rush dein nächster Meilenstein. Also mach deine Bretter bereit für noch mehr irre Rennen. Alles klar. Suki out. Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Riders Republic. Machen wir mal hier weiter. Das ist natürlich ein komischer Stern hier. Okay, keine Ahnung. Oh, müssen wir hier landen. Oh je, das funktioniert ja schon mal super toll. Ah, nur 40 Meter. Geht einigermaßen. Okay, jetzt haben wir hier ein Groß-Event. Das letzte hier im Wintersportrennen. Oh, jetzt habe ich die Dinger gar nicht angeschaut. Die Ziele nochmal. Wir nehmen jetzt einfach mal hier die besten Ski mit. Was steht dran? Erreiche die Ziellinie ohne Stürze, ohne verpassen Kontrollpunkt, ohne zurückspulen. Erreiche Ziele weniger. Ja, ist das die Frage. Ist das nur ein Zeitding oder haben wir Gegner dabei? Ich weiß gar nicht. Hört sich für mich gerade eher an wie so ein Zeitding. Vor allem nur so hier eine Minute, bisschen weniger. Snow Rush. Hier geht's um mehr als nur Tempo. Ja, es geht wohl um Zeit. Okay. Die Athleten sind im Rausch. Hm? Das kann man wohl laut sagen. Noch. Diese Sportler werden da draußen ein atemberaubendes Tempo erreichen. Das ist nichts für schwache Nerven. Ja, toll. Er hat mich hier direkt verpasst. Super Start. Aber der Sprung ist ein bisschen mies. Ich glaube, die Kamera ist ein bisschen nach links geneigt. Das irritiert auch so ein bisschen. Wow. Ach so, bremsen darf ich ja an sich. Gibt ja manche... Autsch! Manche Dinger, wo es dann heißt, ohne Bremsen. Aber da haben wir ja keine Probleme. Alter, die! Ja, genau. Ich kann mich nicht entscheiden, links oder rechts. Eigentlich wollte ich links. Die blöden Dinger da. Komm mal, wir fahren jetzt einfach mal runter und schauen mal, wie es weitergeht. Also hier so ein Megasprung. Alter, guck mal, wie mich sehe. Man springt hier und dann kommt man hier voll rein. Jetzt hat er einen Snow. Oh, scheiße, ich dachte gerade, das ist so eine Schanze. Und dann im anderen Moment so. Sieht doch ein bisschen komisch aus. Komm mal, wir gucken die Strecke an. Also an manchen Stellen ganz schön mies. Was ich gerade noch vorher sagen wollte, wieso hatte der einen Snowboard? Weil wir eigentlich ja Ski hatten. Alter. Also diese orangenen Barrikaden sind ja richtig mies. Muss man ehrlich sagen. Oh, und da die Zeit hinzubekommen. Boah. Das wird ja mal interessant. Ob das so klappt. Wobei, guck mal, wir sind eigentlich so schlecht, aber trotzdem eigentlich nur Platz 5. Ich glaube, okay, ich bin jetzt auf der zweiten Schwierigkeitsstufe, aber die einen hat es auch einigermaßen oft hingehauen oder sind irgendwo hängen geblieben. Wow, Alter. Ja, mies. Wieso springt er? Wieso war ich jetzt komischerweise in der Luft? Alter. Also das ist schon richtig übel mit den ganzen Barrikaden hier. Und irgendwie ein bisschen viele. Oh, ja, come on. War doch nur gestriffen. Trotzdem Fünfter, Alter. Wie oft bin ich hingefallen? Aber dann ins 1,21 oder selbst 1,25. Schon ein bisschen übel. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Du hast in ein paar Kurven übertrieben. Aber nur ein paar. Nur ein paar. So, es gibt ein... Oh, ich dachte schon, das ist ein Snowboard, aber es sind doch Skier. Aber Tiefschnee, wollte ich schon sagen. Die sind doch eigentlich besser, aber Tiefschnee, ja. Machen wir mal direkt neu. Ja, natürlich halt nur ein Stern. Aber halt auch ohne Stürze oder so. Wir können mal ein Funset. Ah, da haben wir das Snowboard. Aber hier steht auch was mit Tiefschnee, gell? Hier auch Tiefschnee, Tempo 71. Hier haben wir 45. Okay. Das ist eigentlich gar nicht so gut. Eigentlich, wie gesagt, die Schwierigkeit kann ich hier einstellen, wie ich möchte, weil es ist eigentlich egal, wir machen ja eigentlich über Zeit. Das kann man wohl laut sagen. Diese Sportler werden da draußen ein atemberaubendes Tempo erreichen. Lass mal gucken, ob es so vielleicht besser ist zu fahren. Alter, wieso? Alles schwarz-weiß. Ja, besser. Genau. Das war... ich gehe ja so rum. Uiuiui. Ja, ist vielleicht doch ein bisschen... Wieso? War schon wieder schwarz-weiß. Das heißt ja immer so, dass ich knapp vorm hinfallen bin oder dass ich irgendwie Schaden genommen habe. Aber ich bin nur geradeaus gefahren. Uiuiui. Uiuiui.
Okay, hier mehr ausweichen. Guck mal, schon wieder. Wieso werde ich immer hier irgendwie angehittet von irgendwas? Kann auch so ein bisschen die Strecke verlassen. Ich glaube, manchmal ein bisschen einfacher. Es kostet jetzt halt Zeit, also... Autsch. Also die Zeiten werde ich wohl nicht hinbekommen. Wobei ich bis jetzt... Ich habe es noch nie hingehauen, nie zurückgespult, glaube, oder? Ich glaube nicht. Ich bin der plötzlich Erster. Was ist denn jetzt los? Aber klar, zeitentechnisch keine Ahnung. Müssen wir einfach mal schauen, wenn wir am Ziel sind. Aber hier geht es dann wieder. Also hier zwischendrin scheint eine Passage, da geht's. Aber vor allem mit der Sicht ist es, glaube ich, auch ein bisschen einfacher. Uiuiui. Bisschen mies mit dem Sprung. Na, come on. Ich hätte es halt auch zeitentechnisch interessiert. Also manchmal dieses Bremsen und dieses Sliden. Schon manchmal zu viel. Ah, das war auch zu viel. Gib Gas. Aber schon noch ein bisschen was. 1,36. Wenn man jetzt noch das Zurückspulen rausnimmt. Boah. Das ist halt 11 Sekunden. Und dann nur 1,52 sage ich schon. Wow, ein Affenzahn. Wenn du es zum Riders Ridge Invitational schaffst, wirst du dieses Tempo brauchen. Also ein Ticken schneller geht's natürlich sicher nochmal. Probier's jetzt einfach nochmal. Oh, das ist so ein bisschen die Frage. Also es kann natürlich sein, guck mal, wir haben halt noch gar nicht so gute Ski. Kann natürlich sein, wenn wir dann, keine Ahnung, in den lilanen Bereich kommen oder so, dass die nochmal Ticken schneller sind. Wir müssen überlegen, ich hatte 36 und ja, das eine ist 1,21. Das kann man wohl laut sein. Diese Sportler werden da draußen ein atemberaubendes Tempo erreichen. Das ist nichts für schwache Nerven. Am Anfang geht's einigermaßen und dann so, keine Ahnung, im zweiten Drittel oder so ist richtig, ja, richtig krass mit den Barrikaden hier. Richtung Ende finde ich es dann gar nicht mehr so schlimm. Aber so im Mittelteil. Also Mittelteil ist am schlimmsten, dann der Anfang und dann das Ende. So wäre die Reihenfolge. Hier können wir einfach mal so abkürzen. Au! Wie kommen wir hier durch? Jetzt mal ein bisschen aufpassen. Oh, hier sind wir doch gut durchgekommen. Auch wenn es so gar nicht geplant war. Alter, hier ist das mies. Ja, genau, jetzt habe ich den verpasst. Guck mal, jetzt muss ich wieder so weit zurückspulen. Kann ich eigentlich fast mit der, also wenn ich jetzt eh ein bisschen auf Zeit fahren will, eigentlich eh gerade vergessen. Aber eigentlich sollte ich vor die Erfahrungspunkte zu Ende fahren. Wobei das das Boss-Event haben wir, glaube ich, sogar beim Schnee ja schon freigeschalten. Alter! Jetzt hat es mich so ein bisschen blöd weggehauen. Oh Mann. Hier im Barrikadenparadies. Paradise. Vor allem Paradise. Also, da will ich knapp vorbeifahren. Und dann bummst du voll das Teil an. Jetzt schaffe ich nicht mal die ersten 2-3 Kurven. Guck mal, wieso geht hier immer die Farbe weg? Ist meine PlayStation kaputt? Ich glaub's nicht. Jetzt immer passend. Ja, natürlich, manchmal ist es nicht passend, aber. Und jetzt zum Beispiel wieder, ich habe da nichts berührt. Hier einmal durch. Oh, schön durchgekommen. So, hier einmal. So. Hier einmal. Oh, versuchen hier. Jetzt ist halt schwierig. Ah. Sogar funktioniert. So, hier gehen wir hier rum. Oh. Ein bisschen bremsen. Jetzt mal hier noch irgendwie einen Trick. Oh, hier voll reingeslidet. Und es war. Ui. Sehr nice. Aber ich denke, mit diesem Bremsen und mit diesem Sliden verliert man halt eigentlich auch zu viel Zeit. Also wenn ich halt wirklich auf die Zeit gehen möchte, muss ich da irgendwie vielleicht anders durchkommen. Und hier, ist voll entspannt. Oh, voll entspannt! Das gehört an meine Stimme. Ja, mega tiefenentspannt. Und hier müssen wir nur gucken, dass man schön den Sprung platziert, dass man schön mittig bleibt. Ah, nein! Es ist doch so kacke. Wieso springt er hier? Wieso war ich schon wieder schwarz-weiß? So viel ist hier, glaube ich, gar nicht mehr. Hier kommen noch ein paar Barrikaden. Hier so ein bisschen links, rechts, links. Oh, okay, jetzt müssen wir ein bisschen bremsen.
Oh, oh, dann gleich der nächste. Ah, 33. Schon mal 3 Sekunden besser nach das Zurückspulen raus oder so, aber ohne Stütze, ohne verpassten Kontrollpunkt und so, das könnte man eigentlich auch schaffen. Aber guck mal, da hier gibt es einen mit 690 zum Beispiel. Wow, ein Affenzahn. Wenn du es zum Riders Ridge Invitational schaffst, wirst du dieses Tempo brauchen. Mal schauen, ob wir nochmal was bekommen, aber am Schluss... Ja, oh, Geld. Ich dachte, ich kriege das Ausrüstungsstück. Ja. Komm, alle guten Dinge sind... 7? Keine Ahnung. Ich habe nicht mitgezählt. Es wäre halt schön gewesen, wenn wir das andere Ski bekommen hätten, aber okay, die 690er hätten wir zum Beispiel hier nicht bekommen. Die sind dann, glaube ich, doch nochmal ein Stück zu weit. Die Athleten sind im Rausch. Das kann man wohl laut sagen. Diese Sportler werden da draußen ein... Geiler Start. Geiler Start. Das ist nichts für schwache Nerven. Das verstehe ich auch nicht, wieso sie das noch nicht rausgepatcht haben, wenn man am Start direkt nach rechts oder links geht und noch keinen Speed hat und auch noch nicht angeschuckt hat, dann macht er so eine 90-Grad-Drehung. Auch ein bisschen seltsam. Ich würde es halt mal interessieren, quasi, zumindest das eine Nebenziel, also ohne Sturz, ohne Zurückspulen, ohne verpassten Checkpoint. Eigentlich soll es ja fast möglich sein. Stutzen muss man natürlich ein bisschen schauen. Verpasste Checkpoint war immer so einer. Ich glaube, das war fast auch immer derselbe. Aber ich weiß nicht mehr, welcher es war. Dass ich da ein bisschen drauf achten kann. Na! Okay. Bin noch auf den Skier geblieben. Ich dachte schon, mich haut's hin, weil ich doch relativ frontal in die Barrikade rein bin. Aber es hat wohl gereicht, dass ich drauf stehen bleiben konnte. Oh, oh, das kostet auch wieder Zeit. Hier bin ich eigentlich das letzte Mal schön durchgekommen, ohne zu bremsen. Autsch! Oh, mies, mies, mies. Immer hier! Immer hier! Guck mal! Schaut euch das an! Das zählt nicht! Bin mit dem linken Fuß eigentlich schon... Ja, mit der Ferse. Im Checkpoint gewesen. Könnten Sie sich mal eine Scheibe von Forza Horizon 5 abschneiden? Da reicht's, wenn man mit einem Außenspiegel noch irgendwie im Checkpoint drin ist. Habe ich manchmal das Gefühl, wenn man so eine Kurve extrem abkürzt. Ah! So ein... Missgeburt. So, komm, jetzt aber. Ich will doch nur das erste Nebenziel. Eigentlich, ja, eigentlich sagt man, ich krieg einen Stern, also theoretisch das Einfachste. Aber auf der Strecke finde ich es gar nicht so einfach. Klar, die Zeiten sind auch ganz schön happig, aber ohne Sturz, ohne verpassten Kontrollpunkt, ohne Zurückspulen, schon ein bisschen übel. Wieso war es jetzt wieder schwarz-weiß? Muss ich das verstehen? So, ui. Richtig hart die Kurve genommen. Oh. So, okay. Die üble Passage habe ich, glaube ich, überstanden. Jetzt muss ich halt nur noch schauen, dass ich gerade in der einen Kurve den Checkpoint gut nehme. Mal schauen, der kommt doch jetzt irgendwo gleich. Da kommt der Sprung. Dann glaube ich so nach dem Sprung. Ich fahre, hier ist ja nichts. Wieso fahre ich hier immer raus? Das verstehe ich nicht. Kann ich euch echt nicht erklären. Ich habe keine Ausrede parat. Und ich habe eigentlich immer viele Ausreden irgendwie parat. Wow. Achtung. Ziel. Alter, ich glaube 1,25 habe ich geschafft. Sehr schön. Ich wollte eigentlich nur das erste neben Ziel. Dann habe ich heute das zweite auch noch mitgenommen. sehr schön. Wow, ein Affenzahn. Wenn du so, zum mal schauen. Eigentlich war das genug probiert für heute an einem Rennen. Okay, wir kriegen ja eh nichts mehr hier geschenkt. Ja, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Part hoffentlich wieder. Bis dahin wieder schon und reingehauen.